Die Aktienmärkte wetten gegen Mario Draghi. Werden sie recht bekommen? Das ist die große Frage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche. Es gab im Grunde jetzt seit Freitag drei bedeutende Dinge, die vielleicht heute auf die Märkte oder die wahrscheinlich auf die Märkte heute Einfluss nehmen werden. Und das erste war diese IWF-Tagung in den USA. Mario Draghi hat danach eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, ja, der Slowdown, die Abkühlung ist deutlich stärker und wird in 2019 anhalten. Und ob es 2020 wieder nach oben geht, das müsse man sehen. Da gäbe es erhebliche Risiken. Und das widerspricht natürlich als Meinung von Mario Draghi, wie auch des IWF, also des Internationalen Währungsfonds, komplett dem, was die Aktienmärkte annehmen, sehen und einpreisen. Nämlich, dass wir schon im zweiten Quartal eine deutliche Erholung sehen. Wir hatten ja am Freitag diese Rallye an den Aktienmärkten, weil Chinas Kreditvergabe deutlich höher war als befürchtet, als erwartet. Das hat die Erwartung geschürt, dass dann eben auch die Konjunktur in China anspringt. Und wenn die Konjunktur in China anspringt, dann ist es sowieso alles gut. Dazu noch Aussagen dann von Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, nach den guten Zahlen der amerikanischen Großbank. Aber jetzt ist eben die Situation, die Aktienmärkte stellen sich so ziemlich gegen alles, was in irgendeiner Form sonst der Fall ist. Nicht nur gegen Draghi und den IWF, sondern eben auch gegen die Anleihemärkte. Ich hatte diese Grafik schon öfter gezeigt, wo hier Rezessionswahrscheinlichkeiten eingepreist sind. Wir sehen hier links den Aktienmarkt, der blaue Balken beim S&P 500. Praktisch keine Rezessionswahrscheinlichkeit, alles wird gut. Andere Märkte sehen das deutlich anders, vor allem eben die Anleihemärkte. Was wird jetzt kommen? Was wird in dieser Woche zu erwarten sein? Wir haben zunächst mal, um auf die Daten zu kommen, eigentlich einen ruhigen Wochenstart. Wir haben um 13.40 Uhr Goldman Sachs, das wird wichtig. Wir haben um 14 Uhr Citigroup. Wir haben also die Fortsetzung der Banken-Earnings, die am Freitag ja mit guten Zahlen sowohl von JP Morgan als auch mit Wells Fargo begonnen haben. Wells Fargo allerdings drehte dann noch ins Minus. Wie werden hier diese beiden Dickfische ebenfalls am Markt abschneiden? Das wird die Frage sein. Ansonsten ist es relativ dünn auch in dieser Woche. Am Mittwoch kommt das BIP aus China. Diese Zahl, die gerne gewürfelt wird, weil sie eine extrem symbolisch wichtige Zahl ist. Aber ansonsten ist die Sache erstmal dünn heute, ansonsten keine großen Konjunkturdaten. Es gibt aber zwei Dinge, die vielleicht jetzt noch von Relevanz sind. Erstens ein Bericht einer Nachrichtenagentur, der sich auf Insiderkreise beruft aus Verhandlern, die mit China für die US-Delegation verhandeln. Da heißt es, die USA würden ihre Forderungen in Sachen Rückfahrung der Subventionen für Staatsunternehmen Chinas ein bisschen zurücknehmen, weil sie erkennen, naja, das ist eine harte Geschichte, da kann China oder das ist das Herz der chinesischen Wirtschaftspolitik, da kann man wohl nicht viel dran drehen. Deswegen fokussiert man sich mehr auf diese Geschichten Diebstahl geistigen Eigentums, Sicherheit geistigen Eigentums, diese Öffnung des Marktes in China. Irgendein Deal ist besser als kein Deal, so heißt es aus diesen Kreisen. Mithin also braucht natürlich Donald Trump diesen Deal und scheint also immer weiter Abstand zu nehmen von diesen ganz großen Versprechen, die er gemacht hat. Aber Donald Trump ist gleichwohl aktiv und das ist das dritte Thema, das relevant ist. Wir haben diesen Tweet von Donald Trump, die Fed hat ihren Job sehr schlecht gemacht. Würde sie ihn gut gemacht haben, dann hätten wir 5.000 bis 10.000 additional points, also zusätzliche Punkte. Damit meint er wahrscheinlich den Dow Jones. Naja, 10.000 Pünktchen, das wäre jetzt nicht so wenig. Und das BIP wäre über 4% statt nur bei 3% mit praktisch keiner Inflation. Quantitative Tightening, also die Reduktion der Bilanzsumme, was a killer, should have done the exact opposite. Man hätte genau das Gegenteil tun sollen. Also Trump fordert weiter All-In, lasst uns Quantitative Easing betreiben, lasst uns die Zinsen auf Null senken. Hauptsache der Aktienmarkt ist oben und ob uns das System dann aus der Kurve fliegt, who cares, ist nicht mein Problem. Das kann dann vielleicht mein Nachfolger lösen. Und schauen wir uns mal noch folgende Grafiken an. Wir haben ja schon eine Wahnsinns-Complacency, eine unglaubliche Vertrauensseligkeit am Markt. Wir sehen hier die VIX-Spekulationen fast auf Allzeithoch, was den VIX-Future betrifft. Vor allem Institutionelle sind hier offenkundig engagiert. Und wir haben einen VIX jetzt bei 12.
Das ist schon erstaunlich. Und apropos Quantitative Easing, das, was Donald Trump fordert, wir haben gesehen schon, nämlich im Jahr 2008, 2009, als die Notenbanken, respektive die Fed, schon eben mit Quantitative Easing begann, dass die Aktienmärkte hier in Gestalt des S&P 500 gelb weiter nach unten gegangen sind. Aber es zeigt eben sozusagen, lasst uns alles tun. Hauptsache, die Aktienmärkte steigen. Hauptsache, das BIP steigt. Hauptsache, ich werde wiedergewählt. Das ist die Message von Donald Trump. Wie geht's heute weiter? Wir haben jetzt praktisch mit dem Hochpunkt der Blackout Period. Wir haben um und bei 70% der US-Unternehmen, die jetzt in dieser Blackout Period sind. Aber es gibt Berichte, dass immer mehr US-Firmen in der Lage sind, das durch kleine Tricksereien wohl zu umgehen. Wir werden sehen, was da passiert. Schauen wir uns kurz noch die Charts an. Wir sehen hier den DAX, wie er rausgekommen ist am Freitag 2028, da wird sich nicht viel ändern nach aktueller Indikation. Wir sehen Japan und China etwa gleichmäßig im Plus, etwa auch das abbildend, was die Wall Street gemacht hat. Wir sehen den S&P 500 bei 2908 Punkten. Wir sehen den Nasdaq hier praktisch diese Seitwärtsbewegung 7622 und Dow Jones 26.432 Euro-Dollar. Bei 1,1308 der Gold unter Druck gekommen, 1288 und das amerikanische Crude Oil, wenn es denn kommt, das ist bei 63 und ein paar zerquetschten. However, das also ist der Start in diese Woche. Wir haben drei bedeutende Dinge zu vermelden. Draghi und IWF extrem skeptisch für die Märkte, für die Konjunktur. Die Aktienmärkte nicht, die Anleihemärkte auch sehr skeptisch. Die Aktienmärkte also allein auf weiter Flur werden sicherlich recht haben. Dann haben wir eine erneute Attacke von Donald Trump auf die amerikanische Notenbank. Und wir haben die Nachricht, dass offenkundig die Amerikaner immer laxer in ihren Forderungen werden in Sachen China. Hauptsache irgendein Deal, das scheint das Motto zu sein. Jetzt wünsche ich erstmal, nachdem Crude Oil immer noch nicht da ist, einen wunderbaren Start. Bis dann, ciao.